Verfahren hochbringen, weil dadurch das Verfahren immer länger dauert und ich mich immer weiter hinauszögern. Und solche Gerichtsverfahren sind für alle ja enorm belastend. Also ich finde es schön, wenn wir alle nichts machen, was das Verfahren verzögert, und wir hoffen, dass das Verfahren dann heute hoffentlich noch abgeschlossen werden kann. Und jetzt eine Rede von Emma und Alex. Einen großen Applaus für Emma und Alex, bitte. Danke, dass so viele da sind. Wir finden das super. Wir sind beide Transpersonen. Wir sind beide Betroffene von sexualisierter Gewalt. Und wir wollten noch mal ein paar Wörter dazu sagen, zu der Situation von Transmenschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Wir sind sehr unvorbereitet. Wir wollten nur, dass es auch hier nochmal gesagt wird, dass Transmenschen, vor allem transweibliche Personen, unverhältnismäßig von sexualisierter Gewalt betroffen sind. In Deutschland, in den USA und überall auf der Welt. Wir wollten auch dazu sagen, dass viele Transmenschen Sexarbeiterinnen sind, die dadurch sexualisierte Gewalt erfahren, nicht dadurch, dass sie Sexarbeiterinnen sind, sondern weil sie trans sind, viele nach der sexualisierten Gewalt leider auch ermordet werden. Viele Transpersonen sitzen auch in Knästen und werden dort mit sexueller Gewalt konfrontiert. Ja, deswegen finde ich es auch. Deswegen finde ich es halt auch cool, dass hier auf diesen Stickern, die verteilt wurden, das Trans-Symbol drauf ist.